Hallo Leute, da bin ich wieder. Im letzten Part ist mir leider das Spiel abgestürzt, aber so ziemlich genau hier waren wir. Ich glaube, wir hatten noch ein, zwei Gegner vor uns, die habe ich dann jetzt abgemurkst, tut mir leid. Aber irgendwie ist mir das Spiel abgestürzt, ist mir schon mal passiert. Ich werde mal gucken, was sich da machen lässt, es stürzt einfach ab. Hier geht's weiter. Muss ich dafür springen oder was mache ich hier? Ach so, F. Natürlich. Cool, ich kann mich dabei sogar tarnen. So, haben wir wieder Gegner? Nee. Nee, haben wir nicht. Was ist das denn da? Nanosuit Upgrade Kit. Nehmen wir uns doch. Aliens scheinen ja auch nicht zu sein. Gut, wie komme ich da rein? Hier, ganz einfach. Und schon können wir im Nanosuit Upgrade Menü das neue, das letzte kaufen, was wir brauchen. Nämlich nicht umlenken war's. Auch nicht das. Ne, wo das war's. Das kann man doch nicht kaufen, ne? Stimmt. Gut, dann müssen wir jetzt halt noch ein bisschen sparen. Ist jetzt nicht so schlimm. Gut, erste Hilfe. Sensor-Upgrade, ja gut, aber im Grunde haben wir schon alles, was wir brauchen. Nur noch das Energie-Upgrade fehlt uns ein bisschen. Aber es ist auch nicht so schlimm. Dann sage ich mal, weiter geht's. Hier ganz normal mit dem Let's Play. So, und wie gesagt, ich habe das letzte Paar schon abgeschnitten, dann ist mir angeschnitten, aber dann ist mir blöderweise irgendwie alles abgeschmiert. Was haben wir hier? Ein M60. Perfekt. Mache ich mal das drauf. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh. Wieso auf jede Funktion? Sind wohl wieder die Safety rumlaufen. Standardmunition einstecken. So, da ist noch eine Pfeilbox. Die brauchen wir aber gerade nicht. Wo müssen wir überhaupt hin, ist die Frage. Ich weiß es nicht mal. Wohin müssen wir? Wahrscheinlich kommen gleich wieder Aliens, um die wir jetzt kümmern müssen. Ja, hier sind sie schon. Psycho, irgendwas stört meinen Hut. Ich versuche es zu reparieren. Feindlicher Nanosuit-Störsender. Irgendwas stört meinen Hut. Natürlich. Ja, ist natürlich wieder super. Wir können nicht markieren, wir können auch keine Dingsvision machen. Keine Nanovision. Das heißt, wir können die Aliens jetzt im Gras noch schlechter sehen. Ist ja wieder unglaublich praktisch. Wo sind sie denn? Jetzt sehe ich keine. Also kram ich mal die M60 vor. Hoffe mal, dass die uns hilft. Und uns nicht im Stich lässt gegen diese scheiß Aliens. Da ist schon eins. Ja, da haben wir's. Das ist schon tot, oder? Ja, das ist tot. Das sind auch noch welche. Moment, Moment. Die habe ich gleich. Wir können aber nicht mal sehen, wie viel Energie ich noch habe. Sobald die angesprungen kommen. Genau wie jetzt. Aktiviere ich mal schnell die Panzerung. Und lade schnell nach. Mal eben schnell an einem 60 nachladen. Ich glaube, der letzte hatte Schiss vor uns jetzt, oder? Kann das sein? Ja, der hat Schiss, 100%. Nur wo haben wir jetzt diesen scheiß Nanostörsender? Ich mag das hier nicht. Ich benutze auch wieder hier Waffen. Weil es sich auch irgendwie... Es ist unumgänglich fast. Oh oh. Ich will wieder hier hoch. Da sind sie. Ich hasse die Aliens. So, die Panzerung dürfte uns geholfen haben. Lass mich hier hoch. Ich hänge schon wieder fest. Da haben wir auch wieder eins. Moment, kommst du hier hoch? Ja, da kommt es. Da kommen so viele gerade. Das kriegen wir, glaube ich, auch ohne. Ja. Das Coole ist, durch den Kopf zu sterben, die auch ziemlich schnell. Gut, lade ich noch ein letztes Mal nach. Ich habe eh noch 18 Schuss hiermit. Ich meine, gegen die Viecher geht die Munition ja weg wie Butter. Und die droppen ja auch nicht viel, wie man sieht. Dann würde ich sagen, hier rüber. Wo sind sie? Ah, da! Das war nah. Viel näher als mir lieb ist. Wo war das? Das kriegen wir, das kriegen wir auch noch. Warnung! Dieser Bereich steht unter Quarantäne. Alle Lebensformen werden. Ach, da haben wir noch eins. Auch und da. Sprungangriff? Oh.
Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt ist uns nämlich die Munition für das Gewehr ausgegangen. Für die M60. Na super, das waren 200 Schuss, wir können die M ausgehen. Ich meine, so schlecht habe ich auch nicht gezielt, oder? Gefahrenstufe ist jetzt erhöht. Mag die nicht. Wir sind gerade so ziemlich aufgeschmissen. Da lauert doch eins. Mal sehen, ob wir das im Nahkampf töten können. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Ne, jetzt haut's ab, das Viech. Verpiss dich, Drecksviech. Jetzt schleichen wir hier nochmal so lang. Unfallversorgung in Sektoren 2. Und ich glaube, hier haben wir auch schon das Ding, was unseren Visor stört. Alle Kampfsanitäter bitte umgehend melden. Nämlich hier. Was ist das? Jetzt haben wir... Genau. Hörst du mich, Prophet? Ich sehe den Feind nicht. Aber im Gras bewegt sich was. Noch habe ich eine sichere Position, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich überrannt werde. Verstanden. Ich komme zu dir und verschaffe dir etwas Luft. So. Jetzt müssen wir noch dem helfen, weil der wieder nicht klarkommt. Immer diese Kinder, die nicht klarkommen wollen. Nanovision aktiviert. Da haben wir doch einen. Ne, Kollege? Nanovision aktiviert. Da hatten wir einen. Nanovision ist echt hilfreich, finde ich. Wie scheint, kann man die Aliens ja auch nicht wirklich anvisieren. Nehmen wir uns mal die hier, die auf die Volt. Die hier. Weil ich denke, dass sie gegen Aliens doch ganz nett ist. Nämlich gegen das da zum Beispiel. Nanovision aktiviert. Haben wir's? Oh, sind das viele. Das ist krass. Markieren können wir die auch nicht, ne? Gehen wir mal dahin. Nanovision aktiviert. Okay, jetzt müssen wir nachladen, schnell. Lad schnell danach. So, Panzerung kurz aufheben, damit wir wieder regenerieren können. Nanovision aktiviert. Hä? Ist da nicht eins? Ach nee, das ist schon tot. Gut, das können wir in Ruhe lassen. Super. Ich denke, die Offi ist ganz nett gerade. Diese Volt-Munition macht, glaube ich, extra Schaden gegen die Aliens, oder? Nehmen wir mal das Reflexvisier da drauf. Bringt das eigentlich Nachteile? Schränkt periphere Gesicht geringfügig ein. Was verbessert das? Gut, periphere Sicht, präzises Zielen. Okay, na gut, was soll's. Hier haben wir jetzt alles gelootet, jetzt können wir eigentlich schon direkt weiter. Ich glaube, viel dürfte es hier nicht mehr geben. Da haben wir noch unser Ziel. Nanovision aktiviert. Und da haben wir noch ein Alien. Das ist... Oh. Wo kommst du auch immer her? Oh, noch eins. Nanovision aktiviert. Leck mich, das gleiche kann ich auch. So, Arschloch. Immer diese Arschloch-Aliens. Ich glaube, diese Wolkenmission ist extrem hilfreich gegen die Aliens. Die macht ja richtig Schaden. Ich meine, die lähmt die oder so. Zumindest kommt es mir so. Nanovision aktiviert. Zumindest kommt es mir so vor, als würde das die lähmen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht so viel mit dafür hier rumrennen. Später werden die Aliens noch intelligenter, sag ich mal. Das heißt, dann rennen die eh nicht rum wie Menschen. Hier meine ich, wir nehmen sich ja gerade wirklich wie Tiere hauptsächlich. Ah, da haben wir wieder Psycho. Kommt her und spielt mit mir, ihr Schweine. Ich überlege mir schon mal einen Fluchtplan. Das ist eine gute Idee. Wir hacken das hier aber erstmal. Zack. Hack kurz implementiert. Was haben wir hier drin? Ja gut, erstmal weg damit. Was bist du? Eine L-Tack. Okay. Interessant. Und was haben wir hier? Ach so, jetzt müssen wir erstmal die Aliens hier. Nanovision Romeo Actual hier, Romeo 1. Flugweg Bravo ist geplatzt. Was jetzt? Oh oh. Keine Alternative? Nee, so, mit Nanovision wird das nichts. Nein, nein, nein. Ich will nicht mit Ihnen reden. Mit Nanovision wird das nichts. Dafür produziert das Ding so viel Hitze beim Aufschlag. Nanovision aktiviert. Nein. Ich will Claire. Oh oh. Dich kriegen wir noch. Dich haben wir.
Improvisieren? Und ich auch. Was zum Teufel soll das heißen? Was ist mit Ihrem Plan B? Es gibt keinen Plan B. Okay, also da ist ein Tunnel. Sie denken, er führt zur Broad Street. So. Und Sie sind sich ganz sicher, Schätzchen? Ich bin jetzt mal etwas leiser, damit ihr im Gespräch zuhören könnt. Und ich bin schon wieder so, ich weiß schon wieder so viel ab. Ich wollte es ja ansprechen, dass irgendein YouTuber so eine, keine Ahnung, so eine Aktion angeführt hat, dass irgendwie jeder in die Kommentare schreiben soll, ich bin nackt. Und das machen irgendwie auch alle. Aber da sind dann noch welche. Okay, wo? Helikopter? Können wir den runterholen mit dem Ding hier? Höchstwahrscheinlich, ne? Zack. Okay, die Nachbarn-Helikopter machen, glaube ich, alles für uns. Ich habe hier einen Ausgang. Verschwinden wir, bevor Cell uns den Arsch aufreißt. Okay. Nehmen wir mal kurz wieder die Waffe hier. Die macht die Pistole. Ganz einfach, weil die nicht so stark ist. Und ich möchte ja nicht so starke Waffen haben. Ich wollte ja eigentlich gar keine Waffen benutzen. Also denke ich, ist das doch eine ganz gute... ja, was soll ich sagen? Ein ganz guter Kompromiss, diese Pistole zu benutzen. Und nicht... Ja. Oh. Ach, ich glaube, es kommt das Ding mit dem Zug. Ich glaube, es kommt das mit dem Zug. Das ist ja wieder mal Nanovision aktiviert. Physisch Zentrale. Ich kann den Tunnel nicht öffnen. Ja, und wie machen wir das jetzt? Ich kann ja doch öffnen. Hier einfach vorhauen. Aber ich. Komm schon. Ja, wir kommen. Jetzt werden wir jetzt wahrscheinlich so einen Zug schnappen. Ja, komm, geh vor. Du kannst ja mal. Du sagst ja, du kannst es öffnen. Ja, mit Panzerung sind wir auch langsamer. Ist ja auch irgendwie logisch. Nanovision. Nee, hier ist es zu heiß. Hier funktioniert das nicht so gut. Ich denke, der Bogen hier ist auch nicht gut dafür. Vielleicht das Ding. Vielleicht benutzen wir das mal. Gut, geben wir dem Zug einen Schubs. Wir können das, ja? Ich find's krass, wie der Nanoanzug einfach auf alles reagiert. Psycho! Der Zug ist voll mit hochexplosivem Material! Yep. Moment. Gut, ich nehme doch wieder die Pistole, wenn das hier so hochexplosiv alles ist. Oh ja. Yeah. Das ist dein Plan? Ja. Yeah. Okay, stimmt. Wir haben ja nur das Ding eingesteckt. Das finde ich übrigens kacke, muss ich sagen. Okay. Etwas, viel Schaden kriegen wir schon. Ich glaube, viel können wir auch nicht machen, um zu reagieren. Wir könnten höchstens immer ein bisschen die Panzerung anschalten, aber ich meine, die Aliens, die sind ziemlich schutzlos ausgeliefert. Okay, da sind noch ein paar. Kriegen wir aber auch nicht. Oh, ein Panzer. Perfekt. Haben die Panzerung aktiviert. Ich frage mich, wie Psycho das überlebt. Ehrlich jetzt. Ich meine, uns macht das ja so gut wie gar nichts in so einem Nanosuit, aber ihm? Komm schon! Ich bin okay, los! Scheiße, Panzerung! Oh, Panzer! Psycho, runter! Dann hat er die hinbekommen. Die Rex-Ladung. Hab ich völlig übersehen? Wie oft sind wir schon gestorben? Ich glaube 5-mal bis jetzt nur, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das war perfekt. 7-mal? Nee, ich glaube, wir sind schon 7-mal gestorben. Genau, 7-mal. Ja. Ich meine, es sind 7. Wenn ihr das Let's Play seht, wird es eh schon zu spät sein, um darauf zu antworten, weil ich nehme gerade ziemlich viel im Voraus auf, damit ich wieder so einen Puffer habe, wenn bald wieder die Prüfungsphase beginnen sollte. Scheiße. Baby, hier ist dein Lieblingssoldat.
Öffne uns ein Fenster zum Versteck. Wir sind in 10 Minuten da. Romeo 1 hier, Romeo Actual. Halten Sie sich an das Funkprotokoll. Und jetzt bringen Sie die Hardware nach Hause. Over and out. Gehen wir. Die Hardware. Ich glaube, die bezeichnen mich absichtlich so. Sie ist echt okay, wenn man sie näher kennt. Kein Wort von den Visionen. Okay? Psycho, warum bezeichnet sie mich als Hardware? Ja, das glaube ich, weiß ich sogar. Hören Sie, solange Cell die Energie kontrolliert. Okay, hier haben wir eh wieder so ein. Ich verstehe gar nicht, warum es diesen Soundbug hier gibt. Gut, Leute, dann sag ich mal, wir haben jetzt wieder einen schönen Part aufgenommen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Ciao.